Hallo Freunde, heute habe ich wieder ein Turmendspiel für euch und eins von Wassily Smyslow gegen Konstantinopolski, Leningrad 39. Wir sehen, dass Weiß einen Bauern mehr hat. Okay, ist die eine Sache, aber wir müssen es erst nach Hause bringen. Und wir versuchen mal anhand der eigentlich uns bekannten, hoffentlich präsenten Faustregeln uns entlang dieses Turmendspiels zu hangeln und ob wir das verwerten können. Also, los geht's. Nun, dieses Endspiel entstand, ich weiß gar nicht, nach dem wievielten Zuge und Weiß ist am Zug. Wir schauen mal, wir haben einen Bauern mehr, nämlich hier diesen C-Bauern. Das ist gut. Wir haben weiterhin diesen F-Bauern hier, der so ein bisschen diese Bauern blockiert und fixiert. Das ist auch gut. Jetzt wollen wir uns mal gucken, ob wir, wie geht es hier vorwärts und welche Faustregeln kennen wir überhaupt? Ich habe sie nochmal für euch notiert hier. Sind natürlich alles immer nur Faustregeln, ist klar, aber die Turkmenistan-Regel ist sehr, sehr bekannt. Sprich, in Turkmenistan kommen alle wichtigen Faktoren, nämlich T wie Turm, K wie König und M wie Material vor. Und in dieser Reihenfolge ist auch die Priorität zu setzen, nämlich immer erst den Turm oder die Türme so aktiv wie möglich gestalten, dann den König so aktiv wie es irgendwie geht und dann erst kommt das Material. Türme, wissen wir, gehören hinter die Freibauern. Und ganz wichtig auch Qualität vor Quantität. Das bezieht sich auf die Bauern. Ein weit vorgerückter Bauer ist ja viel mehr wert als irgendein Bauer, der hinten auf der zweiten oder dritten Reihe steht. Und dann können wir vielleicht im Zweifelsfall sogar einen opfern, um die Qualität des vorne stehenden Bauern zu unterstützen und nochmal zu erhöhen. Das sind so die Faustregeln. Ich hoffe, ja, die können wir uns merken. Dann schauen wir uns jetzt mal diese Stellung an. Weiß am Zug versucht natürlich als erstes den König ein bisschen ins Spiel reinzubringen, verhindert damit auch eine Turmaktivierung des Gegners, analog zu Turkmenistan-Regeln. Ja? Wir versuchen selber aktiv zu spielen und gleichzeitig natürlich auch die gegnerischen Gegenspielmöglichkeiten zu verhindern. Deswegen König F2 aktiviert den König und verhindert den Eingreifen des Turmes. Okay, Schwarz spielt aber auch gut. Spielt hier auf einmal B5, B4 und opfert einen Bauern. Was ein Lump. Können wir den jetzt nicht einfach nehmen? Wir gucken mal, Smyslow hat es nicht genommen, aber in der Variante, wenn wir den hier nehmen, nun zunächst einmal isolieren wir damit natürlich upsala, den D4 Bauern. Da kann Schwarz schon mal ein Tempo gewinnen auf den Bauern hier. Der wird gedeckt. Jetzt kommt der nächste Turm und ihr seht, die schwarzen Türme sind auf einmal sehr, sehr aktiv. Ja, beide greifen Bauern an und die weißen Türme sind dann doch eher so ein bisschen passiv und versuchen zu verteidigen. Das ist nicht die Turkmenistan-like-Regel. Jetzt wollen wir einen A-Bauern behalten, aber Schwarz sagt sich, komm, Material, uninteressant, ja, erstmal Türme aktivieren, Bauern opfern. Zack, ich kriege mein Material ein bisschen zurück und kann dann mit meinem Turm so aktiv spielen, dass ich die Bauern, die ja alle vereinzelt sind, immer schön angreifen kann. Und dann hat Schwarz ein sehr, sehr ausreichendes Gegenspiel mit sehr großer Chance auf Remismöglichkeiten. Und deswegen hat sich Smyslow gedacht, ja, weißt du was? Nee, das ist nichts für mich. Ich mache mal Turm C1. Dann habe ich immer auch die Möglichkeit, wenn du jetzt hier auf C3 schlügest, schlage ich mit den Bauern zurück. Warum? Aha, Türme gehören hinter den Freibauern. Zack, der Turm steht schon hinter dem C-Bauern. Der C-Bauer soll jetzt gepusht werden. Alles klar, da steht der Turm genau richtig. Im Zweifelsfall kann der auf die zweite Reihe gehen, falls er mal Turm B8, B2 verhindern möchte, solche Geschichten. Ne? Aber grundsätzlich steht der Turm hier wunderbar. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Schwarz erst dachte, ah, hier bin ich mal tricky, jetzt spiele ich erst den Turm, decke den Bauern und möchte jetzt hier tauschen und dann auf der zweiten Reihe reingehen. Jetzt sagt sich Smyslow, aber weißt du was? Ne, jetzt halte ich die Linien mal geschlossen. Ist die B-Linie immerhin geschlossen. Sprich, der Turm von Schwarz ist nicht ganz so aktiv. Und wir haben ja hier einen Freibauern, den wir potenziell pushen wollen. Und dann haben wir wieder dieses Qualität vor Quantität. Ne? Und der Turm steht hinterm Freibauern. Alles wunderbar. Turm E4. Guter Zug. Auch Schwarz ist um Aktivität bemüht, ja? Und jetzt müssen wir den irgendwie decken. Okay. Turm D3.
Das wäre eine Möglichkeit und die kam auch. Was sind die Alternativen? So ein Zug wie D4, D5 ist etwas grenzwertig. Zum einen aktiviert Schwarz seine Türme und wir sehen, Weiß kommt nicht mehr zu G2, G4, um den F5 zu decken. Der F5 bleibt blockiert und isoliert. Auch durch diesen vorgerückten Bauern können wir unseren Bauern hier nicht mehr so richtig gut vorrücken, weil wir dann aus dem D5 einen potenziellen Schwächling machen würden. Dann würde der Turm nämlich wieder hinter den Freibauern gehen. Und jetzt haben wir uns aufgrund dieses D4, D5 Zuges in der eigenen Mobilität unserer Bauern sehr, sehr beschnitten. Das macht die Sache deutlich, deutlich schwieriger. Und deswegen hat Smyslow gesagt, okay, weißt du was? Ja, ich kann jetzt natürlich den Bauern decken oder mit dem Turm. Ja? Aber wenn ich jetzt den Turm nehme, und der kam ja auch in der Partie, muss man ja damit rechnen, dass Schwarz jetzt hier einen Schach gibt und sich den Bauern zurückholt. Würden wir freiwillig unseren Bauern abgeben? Nun, wenn wir unsere Faustregeln im Hinterkopf haben, wissen wir, Turkmenistan-Regeln, der schwarze Turm ist eh aktiv. Das war nicht zu verhindern und der stand die ganze Zeit da wie so ein Damoklesschwert über uns drohend. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren König, der ja jetzt hier vorher noch auf der E-Linie abgeschnitten war, zu aktivieren. Wir geben den Bauern ab. Wir wissen ja, Turkmenistan, Material, das Allerunwichtigste in Anführungsstrichen. Aber Turkmenistan bedeutet eben auch, der Turm hinter dem Freibauern, ja, der Turm auf einmal auf C1 wird super aktiv. Ja, und auf einmal haben wir hier eine Qualität des Bauern. Und der ist natürlich viel, viel mehr wert als so ein F5, der nur blockiert ist. Bis Schwarz sich hier mal irgendwie einen Freibauern bilden kann, das wird noch ein paar Züge dauern. Ja? Des Weiteren ist die weiße Idee, auf hier so Schachgebote, dann kann ich ja den Turm hier tauschen und dann bleibe ich auf einmal mit dem super aktiven König über. Ja, dann ist mein Turm aktiv, der steht hinter dem Bauern. Der weiße König ist viel, viel aktiver als der gegnerische Counterpart, der ist noch viel zu weit weg. Und obwohl ich das Material jetzt gleich ist, ja, ich habe ja einen Bauern zurückgegeben, ist die Stellung jetzt deutlich, deutlich verbessert, wegen der Aktivität. Deswegen kleiner Spoiler-Alarm, wenn ihr hier mit Schwarz diese Stellung verteidigen müsstet, in Anführungsstrichen, kleiner Tipp, versucht die Türme irgendwie auf dem Brett zu halten. Ja? Selbst wenn es nicht logisch erscheint und auch komisch aussieht und so weiter. Aber mit zwei Türmen habe ich erstens mehr Möglichkeiten, vielleicht mal die Bauern anzugreifen oder vielleicht auch mal ein Gegenspiel zu organisieren und was mir dann vielleicht mehr Zeit verschafft, auch mal meinen König wieder ranzubringen. Also mit Schwarz versuchen, den Turmtausch zu vermeiden. In der Partie hatte Schwarz hier aber den Turm getauscht, das war gut. Und jetzt sind wir auf einmal nach König F7, König D4, sehen wir, okay, Schwarz bemüht sich auch laut Turkmenistan-Regel den König ranzuholen. Und wie können wir jetzt weiterspielen? Wir wissen, ja, unser Turm steht ja eigentlich gut, unser König steht ganz gut. Jetzt gibt es ja dieses berühmte hier, Freibauern wollen laufen, ja, hier pushen Baby und so. Aber wenn wir den zu früh pushen, geben wir hier natürlich Felder ab für den gegnerischen König. Und auf einmal könnte aus diesem Bauern hier ganz, ganz schnell ein Schwächling werden, der einfach nur abgeholt wird. Also einfach nur sinnlos vorwärts pushen ist gefährlich. Aber wir wissen auch laut Turkmenistan-Regel, unser Turm steht zwar gut, der Turm kann hier aber vielleicht auch mal eingreifen. Okay, die Aktivität des schwarzen Turms können wir nicht verhindern. Was ist mit K wie König? Können wir unseren König weiter aktivieren? Nun, wir könnten hier hingehen nach C4 und den Bauern angreifen. Ja, aber der ist gedeckt und dann würden wir hier auch den König vielleicht hier hinlassen. Ja, würde vielleicht noch gehen, aber was ist denn, wenn wir mit unserem König hier nicht nach vorne, geht das denn nicht? Und das geht, indem wir hier einen Schach geben, den König hier von diesen beiden Feldern wegtreiben und dann unseren König aktivieren. Ein Feld weiter vor. Jetzt sind wir hier auf der fünften Reihe angekommen. Das heißt,
Der schwarze König bleibt hier auf den anderen beiden Reihen über. Und je aktiver unser König ist, so, desto passiver ist der gegnerische König und desto besser ist es für uns. So, Schwarz sucht händeringend nach Aktivität des Turmes. Kleines Beispiel, den Turm tauschen kann Schwarz hier schon gar nicht mehr machen. Wegen dem ganz, ganz einfachen Abwicklung des Tausches. Und dann geht der König nach vorne. Oh, gut, dass der König so weit vorne war. Dadurch wird der Weg für den Bauern hier freigemacht. Der Bauer geht über C7 nach C8 durch. Das Umwandlungsfeld ist kontrolliert. Weiß gewinnt sehr, sehr schnell. Und deswegen kann Schwarz hier den Turm schon nicht mehr tauschen. Versucht den zu aktivieren über A5, 4, irgendwas anzugreifen. Er versucht auch die Turkmenistan-Regel zu beherzigen. Und so, hier hatte ich ja überlegt, denke, was würde ich jetzt machen mit Weiß? Der Bauer ist auch noch gefesselt. Ich könnte meinen Turm vielleicht nehmen und vielleicht auch mal entlang der dritten Reihe hier ein paar Bauern angreifen, die nach vorne locken. Und je weiter nach vorne die sind, ja, irgendwann können die sich nicht mehr gegenseitig decken. Mach mal ein Beispiel, wie ich meine. Wenn ich jetzt zum Beispiel so spiele und Schwarz macht mal irgendwelche Sinnlosen, ich greife den an, der kann nur gedeckt werden, indem er vorzieht. Jetzt ist der nächste Bauer aber geschwächt und ja, irgendwann können die sich halt nicht mehr gegenseitig decken. Jetzt ist mein Turm aktiv, ich gewinne den Bauern, greife den an, ja und so weiter, drohe hier schon Schach und so. Ich denke, alles klar, das sieht gut aus. Und dann gucke ich, Turm E4 kriegt einen Ruf zu. Ich denke, warum war meine denn jetzt so viel schlechter? Meiner war auch gut, aber dieses Turm E4 hat natürlich grundsätzlich ähnliche Ideen, aber er hält eben diesen B4 im Auge. Für den Fall, dass Schwarz jetzt hier versucht, mit dem Turm aktiv zu werden, bin ich sofort an den Bauern dran, decke jetzt meinen Bauern, treibe den gegnerischen König zurück, bin super aktiv, ja, und dann ist dieser C-Bauer in Verbindung mit vielleicht Mattgefahren des Königs auf der Grundreihe, ist dieser Bauer mehr oder weniger schon so gut wie durch. Ja. Das geht überhaupt gar nicht für Schwarz. Okay, habe ich verstanden, aber was macht Schwarz jetzt? G6, okay. Er versucht irgendwie seine Bauern hier irgendwo in Wallung zu bringen. Okay, kann ich nachvollziehen. Dann versuchen wir die so ein bisschen zu hemmen und zu blockieren. Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn jetzt hier so ein Zug wie G5 käme, würden wir wahrscheinlich einfach mit H5 spielen, denn wir wissen, das ist noch eine weitere Regel, die habe ich gerade nicht aufgeschrieben. Als Angreifer oder mit Partei mit mehr Raum versuche ich, möglichst viele Bauern auf dem Brett zu halten. Denn jetzt ist dieser H6-Bauer natürlich auch wieder eine Schwäche. Na, irgendwann komme ich vielleicht mal hier hinten ran an diesen Bauern. Dann ist der weg und dann habe ich hier schon einen Kandidat schon sehr weit vorne stehen. Solche Geschichten wären möglich. Schwarz versucht mit dem anderen Bauern. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz aufpassen. Na, Schwarz versucht hier in irgendeiner Form seine Bauern in Wallung zu bringen, die Bauern nach vorne zu pushen und damit uns auch so ein bisschen ja, zu beschäftigen, vielleicht dazu zu bringen, den Turm hier irgendwie auf passiv auf die F-Linie zum Aufpassen des Bauern zu bewegen, was eine Passivität des Turmes zur Folge hätte. Und wir wissen laut Turkmenistan-Regel, passiv? Nein, machen wir nicht. Wir müssen jetzt schlau sein und jetzt haben wir einen guten Zug, um diese Bauern hier alle aufzuhalten. Wir spielen Turm F4, halten den F5 im Auge, drohen H4, H5. Ja, und wenn der Bauer vorzieht oder schlägt oder was auch immer, dann schlagen wir den F5 und dann können wir uns hier quasi durchfressen. Ja? Also spielt Schwarz H5. Und jetzt haben wir Folgendes erreicht. Die schwarzen Bauern sind fixiert. Der rückständige Bauer kommt nie wieder nach vorne. Der F-Bauer ist ja auch kein Freibauer, weil unserem G-Bauer noch da steht. Die schwarze Bauern Mehrheit ist quasi demobilisiert. Und jetzt können wir wieder unseren Turm aktivieren. Unser König steht schon aktiv. Ja, der Bauer steht auch gut. Vielleicht kriegen wir den schwarzen König nochmal vertrieben, aber im Augenblick nicht. Jetzt überlegen wir mal, wie kommen wir mit dem Turm möglichst ins schwarze Lager rein. Und wenn wir jetzt mal eine kleine Variante spielen, wir spielen so, nur als Beispiel, so,
und versuchen dann hier ins Lager reinzukommen auf E6, um hier zu schlagen. Dann gibt es eben diesen kleinen taktischen Trick und dieses kleine taktische Problem, dass Schwarz am Zug hier auf C5 schlagen könnte, ja, und dann hier auf E6 diesen Bauern zurückbekommt. Und dann ist es wieder so, dass sie ein Wettrennen. Ja? Wir können hier vielleicht diese Bauern schlagen, haben Freibauern, aber, und dann ist eben das Wettrennen. Und dann müssen wir wieder genau kalkulieren. Ja? Schwarz kann hier mit F4 spielen und dann mit G5 einen Bauern opfern und dann mit H4, H3 oder respektive F3 diesen Bauern ablenken und sich hier auch einen Freibauern kreieren. Der ist auch super, super schnell. Ja, und auf solche Wettrennen wollen wir uns mal überhaupt gar nicht einlassen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen ist das Feld E6 hier für den Turm nicht geeignet. Wir brauchen also ein Feld, wo der Turm auf der sechsten Reihe vielleicht gedeckt ist. D6. Ja, gesagt, getan, Turm G4. Können wir nachvollziehen, der Turm will über D6 dann hier gucken gehen. Ja? Sehr gut. König C7, okay. Wir spielen B3. Wir können hier auch König C4 spielen. Keine Variante. Auch sehr gut mit der Idee des Turmes hier hinzuspielen. Auch eine Möglichkeit. Und Schwarz würde versuchen, irgendwie so aktiv wie es irgendwie geht, gegenzuspielen. Ja? Und jetzt müssten wir unseren Bauern decken, weil Turm D6 vielleicht ein bisschen langsam ist. Jetzt geben wir doch hier sehr, sehr viel Material ab. Und der Turm deckt am Ende auch noch den. Ja? Jetzt haben wir zwei Bauern weniger. Ja, ich glaube, dieser Bauer würde immer noch für ausreichend Gegenspiel sorgen, im Remis-Sinne. Aber mit Gewinnen wird halt schwer. Und deswegen spielt Weiß hier B3 und versucht im Zweifelsfall über Turm D2 erstmal seinen Bauern zu schützen. Okay. Schwarz versucht, den Turm zu aktivieren. Denn würde er hier über A5 gehen, ja, käme einfach Turm D2. Und jetzt steht dieser Turm doch irgendwie blöde da. Jetzt nehmen wir an, ich spiele mit Weiß Turm C2, decke diesen Bauern und versuche dann mit dem König hier einfach reinzulaufen. Und schlag mich hier durch und ja. Da macht Schwarz aber auch irgendwie ein dummes Gesicht. Das will er nicht. Und deswegen muss Schwarz auch irgendwie versuchen, möglichst eine Aktivität zu halten. Und er hat Turm B8. So, wie kriegen wir den Turm nach D6? Und König einmal zur Seite, alles gut. Turm E8 versucht aktiv, entweder hier E4 oder E2. Ihr seht, ja, beide Seiten kämpfen mit allem, was sie haben. Und hier haben wir wieder mehrere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt zum Beispiel einfach auf B4 diesen Bauern schlagen. Das wäre überhaupt gar nicht schlecht, wer das gemacht hätte. Jetzt haben wir hier sogar noch einen mehr, können den König wieder wegstellen und hätten hier sogar, wenn wir die Bauern in Wallung bringen, womöglich zwei gedeckte Freibauern nebeneinander stehen. Das wäre super. Und das wäre sicherlich auch gut gewesen. Und wahrscheinlich hat Smietzow das auch gesehen, aber er dachte, wahrscheinlich ist Turm D6 noch einfacher. Ja, jetzt kommt Turm E4 Schach, deckt diesen Bauern. Schach, der König geht natürlich nach vorne, nicht zurück, wegen Turmministernregel. Und jetzt hängt hier ein Bauer. Okay. Ist das schlimm? Na, weiß man nicht. Weiß schlägt auf G6. Turm G4, sehr forciert. Denn ja, Weiß möchte natürlich nicht den Turm tauschen und Schwarz hier so einen entfernten Freibauern irgendwie bescheren. Ja, das macht keinen Sinn. Deswegen schlagen wir auf A6. Schwarz auf G2. Und jetzt sehen wir auf einmal, Moment, jetzt haben wir doch ganz schön viele Bauern getauscht. Wollten wir doch eigentlich gar nicht. Müssen wir uns immer daran erinnern, wir haben trotzdem ja auch was erreicht. Nämlich, der Turm ist ja super aktiv. Und unser König ist immer noch so viel aktiver als der König. Das muss einfach gut sein. Ja, in Verbindung mit unserem Qualitätsbauern auf C. Und auch noch eine kleine Merkregel ist, wenn wir es schaffen können, den König irgendwie mal zurückzudrängen, dann machen wir das auch. Ja? Denn dann hat unser König wieder noch eine Reihe weiter frei und Spielraum. Jetzt hängt erstmal der Turm, der geht auch dahin. Schwarz schlägt auf A2 und wir schlagen auf H5. Und jetzt sehen wir, oh, jetzt sind nur noch zwei Bauern über. Aber Qualität vor Quantität. Dieser Bauer
Ja, in Verbindung mit unserem superaktiven König. Hier würde ich, auch wenn ich natürlich kein Table Base dabei hätte, hier würde ich immer auf Weiß wenden. Also, ja. Okay, was macht Schwarz denn? Er hat Turm C2 gespielt und versucht, diesen Bauern im Auge zu haben. Wir gucken uns mal Beispiele an. Was passiert, wenn er den Turm hier hinstellt, um den Bauern zu decken und den vielleicht fortzupuschen? Und dieser Turm auf F2 deckt jetzt hier im Grunde nur den Bauern, der spielt aber nicht aktiv mit und das ist nicht gut, denn die weißen Figuren sind super aktiv. König C6, F4 und König B6 und schon drohen die ersten Mattbilder. Ja? Und da muss der König raus. Der König würde unglaublich gerne auf die kurze Seite gehen. Auch das mit dem kurze Seite, lange Seite haben wir auch schon öfter diskutiert. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Und hier kommt der König eben nicht auf die kurze Seite. Und muss der König hier rausrennen und vielleicht sogar auf die lange Seite, wie auch immer. Aber nach C6 droht erstmal ein weiteres Mattbild. Ja? Und wir sehen, Weiß kriegt so viele Tempi, dass dieser Bauer im Grunde schon von alleine durchgeht, weil dieser Turm hier einfach nicht mehr mitspielt. Und das ist der Grund, warum Schwarz versucht, mit Turm C2 den irgendwie zu aktivieren. So, wir könnten natürlich jetzt hier auf F5 schlagen. Kein Problem. Aber laut Aktivitätsregel, ja, aktivieren wir den König. Denn wenn der König hier auf B6 steht, dann sehen wir wieder, oh, diese Mattmotive, die sind bestimmt gut und wichtig, um weitere Tempi zu gewinnen. Schwarz versucht das zu verhindern, indem er auf die kurze Seite geht. Das ist schlau. Und dann versucht Weiß König B5. Und jetzt hängt dieser B4 doch. Und dann hätten wir wieder unsere zwei verbundenen Bauern. Das zum einen. Und das zweite ist, dass natürlich auch jetzt potenziell nicht nur dieser Bauer weg ist, sondern wir geben dieses Schach wieder. Wieder analog zu eben, wir versuchen den gegnerischen König zurückzutreiben. Denn je weiter die voneinander entfernt sind, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz hier zum Atmen und zum Laufen für unseren König. Jetzt können wir auf B4 problemlos diesen Bauern schlagen, wäre sicherlich auch gewonnen. Überhaupt gar kein Problem. König B6 möchte aber sofort dieses Mattbild aufbauen. Schwarz versucht das zu verteidigen. Und wir spielen C6. Und jetzt, Moment, mit dem C-Bauer, da war doch was, da war doch was, da war doch was. Und jetzt machen wir mal einen ganz, ganz kleinen Ausflug in die Geschichte mit dem C-Bauern. War der jetzt gut oder schlecht? Und einige von euch werden sich vielleicht daran erinnern, wenn dieser C-Bauer über ist, gegen eine Dame, dann ist das der C-Bauer grundsätzlich eine feine Sache, weil er dieses Pattmotiv ermöglicht. Ja? Der Bauer geht vor und die Dame hat keine Chance, bei so einem so weit entfernt stehenden König, den Bauern zu gewinnen. Denn in dem Augenblick, wenn er den Bauern zu gewinnen droht, haben wir König H1 und diese Pattfalle. Und das ist immer für einen C-Bauer immer schon gut zu wissen im Hintergrund, Hintergrundwissen. Der C-Bauer hat aber auch noch einen weiteren Vorteil. Wir gehen wieder. Hoppla. Wo sind wir? Da sind wir. Haha. Der C-Bauer hat aber auch noch einen zweiten Vorteil. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch den Begriff oder die Technik der Umgehung. Auch da haben wir schon öfter was zugemacht, ja? Man muss sich immer wieder an so viele Kleinigkeiten erinnern, um alles zusammenzubringen und auch die gewonnene Stellung dann zu gewinnen. Umgehung bedeutet im Grunde, Schwarz ist egal, was er macht, ob er Bauern vorzieht, den Turm dahinter stellt, es spielt keine Rolle. Die Umgehung bedeutet, wir versuchen den Turm nach A7 zu stellen und dann mit C7 und dann den König hier wegtreiben, sozusagen, ja? Austreiben. Und dazu geben wir erstmal einen Schach, weil es mit Tempo ist. Und dann gehen wir nach A7, weil wir jetzt hier auf A8 was drohen. Wenn der König nach A8 geht, dann haben wir eben trotzdem auf A7 das Schach immer mit Tempo, ja, Zeitgewinn, dem Schwarzen keine Gelegenheit geben, noch was zu machen. Und dann käme dieser Bauer sofort vor und würde hier natürlich sofort nach dem Turmtausch.
würde Weiß gewinnen. Deswegen kam hier sofort König C8, aber jetzt sind wir in der richtigen Variante. Ja, kommt Turm A8 und das kann ich nicht verhindern, denn falls König B8 käme, käme wieder C7 der gleichen Variante, die wir gerade gesehen haben. Und deswegen ja, ist dieses Schach hier mit Matt droht ja auch noch. Ja? Schwarz muss ja auch noch aufpassen. Und wenn er den König halt rauszieht, kann er eben den Turmtausch nicht vermeiden. Der Bauer ist durch. Und deswegen hat sich die Qualität dieses Bauern am Ende doch wieder durchgesetzt. Ja? Eine fantastisch schöne und, naja, wenn man es so sieht, denkt man sich, boah, die Jungs waren gut, keine Frage, aber irgendwie so ein Teil davon habe ich verstanden, das ist schon mal gut. Und ja, vielleicht hilft es euch auch ein bisschen dabei, eure Turmspiele besser zu gestalten. In dem Sinne sage ich besten Dank und bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.